Was ist bloß meinem Vaterland geworden? Ganze Armeen von Soldaten haben es in zwei Weltkriegen unter Einsatz ihres Lebens verteidigt. Nicht so wie diese Waschlappen heute. Zivildiener nennt man so etwas. Kriegsdienstverweigerer wären das früher gewesen. Und heute? Das Bundesheer muss ums Überleben kämpfen. Sogar das Volk wird befragt, ob es überhaupt ein Heer will. Die reinste Anarchie ist das. Wir haben wenigstens noch Zucht und Ordnung gelernt. Und Betten machen, ich weiß, Opa. Den Krieg brauchst du aber wirklich nicht verherrlichen. Kriege bringen nur Loser hervor. Da gewinnt keiner. Make love, not war. Der Spruch war doch in, als du jung warst. Das müsste eigentlich deine Ideologie sein. Und die Zivis, die sind schon in Ordnung. Wirst schon sehen in ein paar Jahren. Wirst du froh sein, wenn es noch welche gibt. Wenn sie dich dann im Rollstuhl zur Dialyse führen oder sonst wohin. Außerdem, warum sagen alle immer Vaterland? Warum sagt keiner Mutterland? 5 Mikrodramen aus dem Leben gegriffen genannt, weil ich wirklich Leute belauscht habe. Also es gibt diese Menschen unter uns. Bis zum bitteren Ende. Haltestelle Kärntnerring Oper. 2 Damen steigen ein und setzen sich auf eine Zweierbank. Die Dame mit Hut seufzt. Heute hätte er mich beinahe in den Wahnsinn getrieben. Die rothaarige Dame sieht aus dem Fenster. Das Rindsgulasch ist mir heute besonders gut gelungen. Thomas hat 2-mal nachgenommen. Eine übergewichtige fremde Frau steigt bei der Station Ring Volkstheater aus. Die Dame mit Hut schüttelt den Kopf. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Die rothaarige Dame sieht nach wie vor aus dem Fenster. Gleich 2-mal hat er nachgenommen. Das hat mich besonders gefreut. Ein Mann geht spazieren. Er sieht etwas auf dem Boden liegen. Ja, was ist denn das? Handtasche. Er schaut sich um, hebt die Handtasche auf und stellt sich zum nächsten Haustor. So, was haben wir denn da? Eine Kampe, wenig zähnt, wie kastriert. Ein Schneidstürchel, pfui, Teufel, das steht ja schon von allein. Ein Geldbärsel, schaut hinein, na, zahlt sich nicht aus. Wieso sind denn meine Hände so feucht? Was ist denn das für eine rote Fauer? Von wegen keine Strumpfhose. Ich hab's gewusst. Doch, gewusst. Auf wegen keine Strumpfhose. Ich hab's gewusst. Ja. Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass wir so viele Zuhörer heute haben. Und wir haben uns gedacht, wir gehen auf das Thema Gemeindebau ein und haben uns ein bisschen dazu überlegt, wie läuft es denn so ab in einem Gemeindebau? Wer lebt dort? Und ja, wie sind die Leute dort? Was wird dazu gesprochen? Und dazu haben wir dieses kleine Dramolett verfasst. Gemeindebauidyll. Ich möchte euch auch noch herzlich begrüßen. Ich sage, ich bin sehr froh, dass das Licht so stark ist, weil mit diesen Brillen sehe ich es sonst gar nicht. Na gut, also. Guten Morgen, Herr Navratil. Grüße, Frau Hausmeister. Du, Herr Navratil. Der Güdinös von der 6er Stege hat mir so komische Karte geschrieben. Redet er leicht nicht mehr mit Ihnen? Na, der kann nichts reden. Der ist Urlaub gefahren nach Ibiza. Jetzt haben geschrieben Ansichtskarte zu mir. Mit schönen Büdel von Meer und Palmen und so. Und warum ist das komisch? Na, Karte war an sich nicht komisch, aber Nachricht war so griechisch. Ibiza ist doch in Spanien. Nur weiß ich selber, bin ich ja nicht deppert. Aber er hat geschrieben so griechisch, verstehst du? Dass ich nicht habe verstanden, was mein was geschrieben. Ach so. Ja, was hat er denn geschrieben? Hat er geschrieben, dass er die Olga von der 4er Stiege hat getroffen dort. In seine Campingbus. Und das haben getrunken Wodka. Und dass er Partei gründen wird von dem Geld, was ihm geben wird. Und dann wird Kronenzeitung kaufen. Ist der nicht Moslem, der Güdinüs? Eben, ist. Schreibt er noch, dass er die Waschkuchen auch kaufen wird und macht einen private Hammam. Der spinnt. Nicht spinnt er.
Schieß damit Glocke, hat er geschrieben. Ist nichts gut, wenn in unserer Gemeinde muslimische Güdenüs schießen mit katholischer Glocke auf russische Olga von den Viererstiegen. Was gibt's jetzt? Was? Ich finde, wir sollten da ein paar Punkte besprechen, damit wir das ganze Projekt ein wenig koordinieren können. Ja, du hast recht. Hast du mit Thierry schon geredet, vom Rüding rum? Was sagt denn der? Ja, der sagt auch so. Aber ich kann ihn mal anrufen. Tu das. Servus, Stefan, guten Abend. Da spricht der Thierry vom Reding rum. Grüß dich, Thierry, servus. Du, folgendes, der Manfred und ich, wir sitzen gerade beieinander und reden über das Projekt. Ah ja, das Projekt, auf den Anruf habe ich schon gehört. Ja, weil ich habe mir gedacht, wir sollten sie treffen, also zumindest der Manfred und ich, und das Ganze ein wenig koordinieren. Weil sonst weiß der eine wieder nicht, was der andere macht und umgekehrt. Und was der Dritte macht, haben beide schon vergessen da. Ja, stimmt. So ist es immer. Wenn einer was sagt, dann sagt der andere dasselbe und dann beide denken, der andere würde sich drum kümmern und der Dritte sagt im Regen, das war schon immer so. Ja, ja, Thierry, passt. Dann sehen wir sie vielleicht eher mal demnächst oder so, ne? Ja, wann denn? Ja, wann die Zeit reif ist, ne? Servus. Servus. Und? Was sagt er? Ja. Er sieht es eher genauso wie mir. Musik